XXL Film, der Podcast. Mercedes Echerer im Gespräch mit Lisa Ohler und Fritz Fleischacker. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo Mercedes. Ich freue mich sehr, das Gewerk Casting heute mit zwei herausragenden Vertreterinnen dieses Gewerkes ein bisschen näher zu beleuchten. Gleich meine Eingangsfrage an euch beide. Heutzutage ist Casting ein unverzichtbarer Bestandteil einer Erfolgsproduktion. Also jeder Filmproduktion und ganz speziell, wenn es ein Erfolg werden soll. Wenn es nicht stimmig ist, hinter wie vor der Kamera, kracht's. Dann kann es nicht so funktionieren. Aber seit wann gibt es eigentlich Casting? Ich glaube, es ist 1956 in Los Angeles und die Dame hatte auch ziemlich Probleme, überhaupt anerkannt zu werden, weil sie war so eine Art Sekretärin, die ihr so berühmte Leute zusammengesammelt hat. Und es hat sich natürlich entwickelt dann sehr schnell in Amerika. Also eine Sekretärin in Los Angeles war die erste... Ich habe den Namen nicht präsent, aber die ist sehr berühmt geworden und hat auch einen Film. Es gibt einen Film über sie, der sehr interessant ist. Das ist in den 50er Jahren gewesen. Wann ist das nach Europa geschwappt? Oh, genau weiß ich es natürlich nicht. Aber das ging ja meistens über Produktionen, die waren kleiner damals noch. Amerika hat immer große Produktionen und brauchte viele Schauspieler. So richtig nach Europa wird es wahrscheinlich mit dem deutschen Film gekommen sein, mit den Franzosen vor allem. Und ich glaube, ich frage mich, wer es davor gemacht hat, die Produzenten. Bestimmt einfach. In Europa? Nein, in Amerika auch. In Amerika, ja, in Amerika waren es die Assistenten, Assistentinnen von Assistenten. Und jeder hat was beigetragen. Es waren auch so familiäre Geschichten. MGM hat ja Familie und die anderen haben. Das war ja ein bisschen vergleichbar damals wie mit einem Theatersystem. Man hatte ein fixes Ensemble. Genau. Pardon. Ein Ensemble, auf das hatte man ja vertraglich, hatte man den oder die Schauspielerin bei sich, bei der eigenen Firma. Und für diese hat man ja dann auch Filme gesucht, so wie das im Theater früher auch oder auch heute noch üblich ist. Man hat ein Ensemble und für dieses Ensemble sucht man die geeigneten Stücke, die man thematisch aber auch spielen will. Genau. Ja? Studiobetrieb. Genau, dieser Studiobetrieb. Und Starbetrieb. Und das hat dazu, ja genau. Deswegen, also, darf ich da einhaken? Ja, unbedingt. Deswegen hat der Cast in Amerika auch so eine große Rolle zu spielen, weil Stars sind immer ganz wichtig für jeden Film wegen Geld und überhaupt. Und die Caster sammeln um den Star herum die besten Leute natürlich. Ja. Sie kriegen ja zwar in Amerika keinen Oscar, aber sie stehen immer vorne am Vorspann. Das ist sehr wichtig. Während das in Deutschland ja so ist, wollte ich nur kurz ausholen, dann kannst du. Weil in Deutschland war es so, die Autorenfilmer wollten die Caster gar nicht in die Filmakademie lassen. Weil sie wussten, die machen sowieso so viel Fernsehen, verdienen unglaubliches Geld. Und das Kreative des Autorenfilmes, das wollten sie für sich. Sie haben sie allerdings benutzt. Ja, also das, wenn ich das jetzt, entschuldige, dass ich unterbreche, aber das heißt, es war eigentlich im deutschsprachigen Raum eher beim Fernsehen der Caster, die Casterin stark vertreten als im Kinofilm. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Auf jeden Fall sehr, also in der Quantität. Ja. Die deutschen Caster haben oft drei Büros in drei Städten und so. Ne? Und in Österreich ist es ja anders. Wir sind also Einzelkämpfer und haben unsere eigene kleine Lobbys. Aber da müssen wir noch sehr viel Entwicklungsarbeit leisten, glaube ich. Okay, erster Schritt zur Entwicklungsarbeit für die jüngeren Kolleginnen unter uns. Was ist der Unterschied zwischen einer Casting-Agentur und einem Casting-Direktor? Ihr seid beide Casting-Direktoren. Großer, wichtiger Unterschied. Als Agentur bist du immer jemand, der vermittelt, aus einem gewissen Topf, den du vertrittst, sozusagen inhaltlich und rechtlich wahrscheinlich auch, was das Arbeitsrecht betrifft. Und du verdienst dein Geld mit einem Prozentanteil des Honorars der Schauspieler oder der Darsteller. In dem Fall, weil Casting-Agenturen in dem Sinn gibt es bei uns eigentlich nicht, Fritz, oder? Das sind eher so Komparsen-Agenturen, Kleindarsteller-Agenturen, die vermitteln. Und du bist natürlich, wenn du Casting-Agentur bist, eingeschränkt, was die Vermittlung betrifft, weil du ja Interesse hast, deine Leute zu vermitteln. Das heißt, du würdest natürlich immer nur die vorschlagen, die du auch vertrittst. Und wir als Casting-Direktoren haben die Freiheit, vorzuschlagen, wen wir gut finden für die Rolle und richtig. Das ist der Jetzt muss ich ganz naiv nachfragen, was ist der Unterschied zwischen einer Casting-Agentur und einer Künstleragentur? Ich habe einen Agenten, der nennt sich aber jetzt nicht Casting-Agentur. Auch wichtiger Unterschied. Also ich glaube, in Osteuropa ist es immer noch so, dass die Caster auch Agenten sind oft. Ja, aber das nur in Russland. In Russland und ich weiß nicht, welchen. Aber es gab das auch in Österreich noch, dass gewisse Agenten Casting machten und das wurde dann natürlich sehr schnell abgestellt mit der Entwicklung.
der Produktion. Aber Künstleragentur ist ganz klassisch einfach ein Management, eine Art Management oder Vertretung der Künstler. Ja, aber das ist doch eine Castingagentur jetzt auch so, wie du das beschrieben hast. Nein, weil ich bin ein inhaltlich beauftragter, dramaturgischer Mensch. Also als Direktor, aber nicht als Agentur. Nein, ich vertrete niemanden. Eben. Nein, ich bin frei in meinen Vorschlägen. Das macht mich auch aus in meiner Arbeit. Also eine Agentur hat ja 20 Schauspieler unter Vertrag, die sind gebunden. Entschuldigung, jetzt will mir jetzt nicht festhaken an diesem einen kleinen Ding. Nein, aber es ist ganz wichtig. Das wissen ich viele verstehe Leute den Unterschied nicht. Zwischen Casting-Agentur und überhaupt nur Agentur, nennen wir es jetzt mal so Agentur. Wo ist da der Unterschied? Eine aber weißt du es wirklich nicht? Nein, eine Agentur hat 5, 10, 25 Schauspieler unter Vertrag. Also, aber du meinst, das ist ja wieder, das verstehe ich jetzt. Casting-Agentur würde ich jetzt sozusagen, das gibt es im Grunde bei uns eben nicht. Mhm. Aber so wie, ich weiß nicht, kennst du die Komparsen-Agenturen? Da gibt es ja so wie Austrocast und Extras und so. Und die vermitteln einfach Komparserie und Kleinersteller. Und dann gibt es halt auch Agenturen, so wie Actors in Company, die vermitteln Leute und nehmen Honorare, aber schlagen die Cast dann vor. Sozusagen, die nehmen sozusagen nicht Teil am Prozess der Auswahl im Grunde. Ist das tut mein Agent auch nicht, da kann mich auch nur empfehlen. Na, der vertritt dich aber in deinen Rechten und Pflichten. Und das macht deine Casting-Agentur nicht. Also eine Casting-Agentur. Den Unterschied wollte ich verstehen. Na, okay. Die rechnen das auch ab, glaube ich. Naja, nein, ich glaube, das ist kompletter Casting-Agentur sozusagen, ist kompletter, nicht Vertretung, sondern all in all. Das ist aber sozusagen eher eben unüblich bei uns. Also die Casting-Direktoren sind unabhängig von allen. Unabhängig, das war mir klar. Und die Casting-Agenten, wenn du so willst, die sind halt auch gebunden an gewisse Schauspieler. Und deswegen sind sie nicht ganz objektiv. Das sagen aber uns nennen viele Leute Casting-Agenten. Okay, das ist aus dem Englischen. Weil man die Worte oft schlampig verwendet. Und deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, dass wir da jetzt mal versucht haben, das ein bisschen zu präzisieren. Ja, aber Casting-Agent sind wir auch nicht, trotzdem. Nein, aber in Amerika sagen sie das. Ihr seid Casting-Direktoren. Jetzt würde mich interessieren, Ladies first bitte, Lisa, du hast Philosophie studiert. Ja, nicht fertig. Aber du hast angefangen, ja. Yeah. Dann haben dich deine Wege ins Theater auch geführt, du hast auch dort Assistenzen gemacht. Ja, Dann warst du bei der Allegro, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Was war für dich die Motivation, Casting-Direktorin zu werden? Willst du es wirklich ehrlich wissen? Ja. Eine Ratlosigkeit, wo ich mein Geld für meine Miete herkriegen soll. Mhm. Also es war schon nicht wirklich gewählt. Und man kann ja auch keine Ausbildung dazu machen. Und ich habe bei der Allegro Film gearbeitet und da war ein Film von Ulrike Schweiger im Gespräch, der auch produziert worden ist. Und ich habe begonnen, den mit dem Markus Schleinzer zusammen zu casten und habe dann die Kinder alleine, weil der Helmut Krasser… Das war für Twinnie, gell? Helmut Grass hat mir irgendwie da vertraut und hat gemeint, mach du das, Lisa, mit den Kindern. Ich glaube, du kannst das. Und ich war eigentlich Frau kann mit Kindern. Vielleicht, aber es hat mir trotzdem viel gebracht, weil ich danach wirklich wusste, dass mir das taugt. Du hast ja dann auch gemeinsam mit Markus Schleinzer bis 2007, glaube ich, 2008, 2007, so irgendwie. So irgendwas, ja, 7 Jahre insgesamt, glaube ich. Gemeinsam gearbeitet. Mhm. Und dann hast du dich selbstständig gemacht, ganz selbstständig. Nein, wir waren davor eh auch nicht eine Firma oder so, aber wir haben… Eine Ehe. Künstlerisch. Nicht so ganz. Ja, und danach, ja, alleine weitergemacht einfach, ja. Fritz, du warst in Paris. Ja, 68 bis 71. Aufregende Zeit. Marcel Marceau. Bei Marceau, ja, genau. Ja. Du hast auch das Schubert-Konservatorium in Wien. Das habe ich ganz spät schnell angesetzt, damit ich meinen Schein habe. Ja. Mhm. Das hatte damals noch Öffentlichkeitsrecht, weiß ich nicht, ob das jetzt noch ist. Und ich war schon etwas älter, weil ich war über Paris, dann in Schottland und habe mit anderen Berufen gearbeitet. Du hast auch gespielt. Ja, und dann habe ich eben das, was ich gekonnt habe, eigentlich irgendwo, habe ich angefangen, wieder ins Theater anzufangen und habe die Prüfungen gemacht. Der Fritz Lehmann hat mich da geholt, also der war im Burgtheater und die Schnitzer war auch dort und der Butzulich. Mit Julia. Also es ging relativ schnell und ich habe das halt schnell gemacht. Und dann war ich sofort in irgendeinem kleinen Theater, engagiert 2 Jahre.
2 Jahre in Bregenz, genau. So, wie kommt es jetzt vom kleinen Theater zum Caster, der internationale Filme castet? Naja, also wie gesagt, ich habe diesen Beruf gelernt, war ja auch Assistent an der Josefstadt, also als Hospitant in der Regie. Ich weiß Gott, wie die Birgit dort angefangen hat, mit hübschen 22 Jahren war ich 18 oder so. Wer, welche Birgit? Die Birgit Hutter, deswegen kenne ich sie so lange. Ich sie mehr sie als sie mich, weil ich war noch sehr jung. Und ja, das war irgendwie die Sphäre, wo ich mich auskannte. Ja, Theater und dann also Frankreich, Paris und mach so und dann die Schauspielschule, ein paar Jahre spielen. Und dann war Damiano Damiani, ging in Wien, hat einen Film gemacht, der hieß Il Treno. Il Treno, ja. Lenin, Il Treno. Lenin, genau. Lenin fährt nach Leningrad. Damals nicht Leningrad. Und die suchten Schauspieler hier, die haben hier gedreht. Und Lucky Englander, mit der ich das ja 25 Jahre gemacht habe, die war bereits in der Produktion, weil die Schwester war ziemlich gute Katharin, die Juno Englander. Mhm. Die Lucky Englander und so. Wir haben also mit sehr starken Kontakt gehabt in der Filmbranche. Und die haben uns gefragt, Ari Bora, ja. Ari Bora kam zu uns, wir brauchen Schauspieler. Okay. So, es kamen viele Schauspieler natürlich international, die wir nicht gemacht haben, in dem Sinne, Ben Kingsley und Leslie Caron und so. Aber wir haben fast alle Deutsche und Österreicher gemacht damals. Das war, hast du da selber mitgespielt? Das weiß ich gar nicht mehr. Nicht? Vielleicht irgendeine kleine Rolle, das weiß ich nicht mehr. Glaube ich nicht. Also im Cast? Beim Korti habe ich mal was gespielt, was, keine Ahnung, war kleine Sachen höchstens. Und das hat uns den Film, diesen Job eröffnet. Und da habe ich gemerkt, ich glaube, ich kann nicht mehr nach Heidelberg fahren, mich vorstellen. Und ich will auch nicht mehr nach Lübeck mich vorstellen und so. Und es ging weiter. Und dann kam plötzlich ein amerikanischer Film auf uns zu. Und das war halt so ein berühmter Regisseur. Und ab da haben wir sehr viel gearbeitet. Spielberg, war das die Geschichte? Das war Spielberg, ja. Mhm. Nein, entschuldige, davor haben wir noch gemacht, die zwei Brüder aus Deutschland, Kuchenreuter hieß es nicht. Das war die Malina mit dem Isabelle Huppert. Huppert, und da haben wir auch Österreicher-Deutsche gemacht, ja. Mhm. Das war ziemlich spannend, weil es war eben, wir haben nicht gleich müssen kleine Kinder holen aus der Straße. So, das ist auch ein netter Job, aber auf die Dauer geht es nicht wirklich lustig. Und dann gab es eben großen Filme in Amerika. Und an Schindlers List haben wir ein Jahr gearbeitet. Und es war sehr interessant in Polen. Und danach gab es noch einen anderen Film mit Spielberg, der jetzt sehr groß war, das war München. München, ja. Haben wir sogar einen IMDb-Preis für Best Casting bekommen. Ja. Das gibt es ja selten. Da, 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 da. Das Caster, IMDb. Ja. München war wichtig. Aber wir haben auch in Österreich dann gemacht, die ersten 11 Folgen Kommissar Rex. Und da war nur der Moretti von Sat.1 gewünscht schon und die anderen haben alle zusammengefischt. So. Und der Hayek hat am Tisch getanzt mit dem Tierspiegel, wie wir sie gesehen haben, den Marco, den Karl Markovic. Mhm. Ja, weil das war die Idee, skurrile Polizei, das war ein bisschen die Idee von Patzak natürlich und so weiter. Ja, wie hieß der? Kottan. Ja. Na gut, also wir haben es nicht... Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin. Was, ja. Wie ist eure Arbeit erklärbar? Ich meine, da gibt es eine tolle Geschichte. Je nach Produktion und Land bindet man einen Caster schon oder eine Casterin sehr früh ein, weil man dann vielleicht auch das Drehbuch noch einmal ein bisschen verändert, wenn man einen stimmigen Cast hat, in den Key-Rollen zumindest. Wie geht es ihr heran? Weil ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor. Ich denke mir, wenn man ein Drehbuch liest, hat ja jeder seinen eigenen Film im Kopf. Und jetzt muss das aber zusammengeführt werden, die Ideen, die man dazu hat, die Inspirationen, die da passieren, dem Einzelnen wie auch in der Gruppe, um den oder die richtige Schauspielerin, Schauspieler für die Figur zu finden. Wie darf ich mir das vorstellen? Wird da gestritten, wird da vorgeschlagen, eine Liste einfach abgearbeitet von 1 bis 118 oder wie geht das? Ich begreife die Arbeit so, in Wahrheit eine Schnittmenge herzustellen, eine verstehbare sozusagen, wenn zwei Menschen miteinander kommunizieren und sich gegenseitig sozusagen die Sicht auf eine Geschichte, die erzählt wird, erklären oder beschreiben. Und so gut man halt einfach den anderen verstehen kann, wird die Liste aussehen, die man dann macht. Natürlich gibt es immer Listen und Vorschläge, aber für mich ist es so ein Arbeitsprozess, wo man einfach
über bestimmte Menschen. Man muss nicht mal erklären, wie die sind, sondern es ist sehr gefühlsmäßig entschieden und sehr gefühlsmäßig auch wie betrachtet, wie das Weltbild aussieht von jemandem, der schreibt. Wir machen in Österreich vor allem Autorenfilme. Ich glaube, du eh auch, oder? Also ich mache ganz wenig Österreicher. Also, aber fast nicht. Ja, also oder. Ich komme halt total aus dem Autorenfilm. Für mich sind die Autoren sozusagen auch die Regisseure. Das heißt, die wissen immer genau, was sie wollen und was sie tun. Auch wenn sie es vielleicht nicht artikulieren können, aber es gibt auf jeden Fall ein konsistentes Bild dessen, was man da abbilden will in der Geschichte. Und das muss man einfach als Caster sehr, sehr, da muss man sehr gut drin werden, da drauf zu kommen, wie jemand tickt und wie er die Welt sieht. Weil das ist natürlich eine Perspektive. Also so wie ich eine Geschichte lese, liest sie der Regisseur ganz oder die Regisseurin ganz sicher nicht, weil wir einfach sehr unterschiedliche Menschen sind. Und oft sind die Unterschiede, je feiner die Unterschiede sind, desto schwieriger wird es, sie zu bemerken. Und die sind aber oft ganz wesentlich in Casting-Entscheidungen. Also weil man sich dann als Casterin fragt, so, wieso hat sie den nicht gut gefunden? Wie gibt es das? So, oder? Passt doch wie... Naja. Und dann sind das aber oft so ganz kleine Sachen, die man halt einfach nicht aber gesehen hat. Aber man muss auch sagen, man ist auch irgendwo, ist man ja doch eigentlich ein Wiederverkäufer. Ja? Du kannst nicht das weiterverkaufen, was reinkommt, wenn es gut ist. Ne? Wie und meinst was, du? Was im Angebot am Markt ist. Bin ich dagegen. Also ich sehe das ein bisschen so. Man ist ein bisschen was abhängig von dem, was da ist am Markt. Aber wenn es nicht da ist am Markt, dann suche ich musst woanders. Du suchen. Naja, aber der Markt ist groß oder klein. Das kommt auf das, wie sagt man, der Canvas, die Leinwand an, die du hast, um sie zu bemalen. Wenn du eine kleine Geschichte hast, dann ist was aber anderes. Sprichst du von Geld oder sprichst du von der... Ich spreche von einer großen Produktion Zeitung. Oder einer kleinen Produktion. Ja? Da mache ich keinen Unterschied. Mhm. Nein, aber ich meine im Angebot. Dann hast du ein internationales also Cast. Geld, oder international. Ja, du kommst, die Leute kommen dann von irgendwo. Oder nicht nur aus Wien, ne? Zum Beispiel. Ja, aber jetzt kommen wir zu einem interessanten Punkt. Thema, wo sucht ihr denn die geeigneten Darsteller und Darstellerinnen? Das will ich sagen. Wenn es eine gute, also wenn es eine so internationale Produktion ist, ist es leichter. Du kannst dich austoben sozusagen, wenn du beschränkt bist auf dem Wiener Markt. Aber sie macht ja viel Schweizer Sachen zum Beispiel, das ist interessant. Sie aber alleine, jetzt bleiben wir mal auf dem sogenannten Wiener Markt oder vergrößern wir sogar auf den österreichischen Markt. Wir haben ja eine Fülle von Schauspielern, darunter ganz, ganz tolle, herausragende, die auch schon einen tollen Weg hingelegt haben, international. Aber die Menge der Hochbegabten ist viel größer als der, die... Bekannt jetzt so, sagen wir mal, hin, so mal salopp gesagt, keinen Star- oder VIP-Effekt noch haben, aber an Qualität nichts zu wünschen übrig lassen. Wo fischt ihr da? Geht ihr auch mal ins Theater? Nur. Ah. Ich gehe sehr viel ins Theater. Also, ja? Ja, absolut. Erstens einmal ist es sehr anregend. Zweitens einmal siehst du Leute, die du sonst vielleicht im Film nicht so leicht siehst. Ja. Und da muss man sich überlegen, ob das geht, ob es umsetzbar ist, nicht? Ob Theater, Schauspiel auch immer alles umsetzen, was er filmen will. Aber oft geht das schon, weil in Österreich geht das meistens sehr gut, fand ich immer. Also soweit ich diese Erfahrung habe. Die können sehr gut umschalten von Theater auf Film. Also jedenfalls haben sie es gelernt, auch in den letzten Jahren. Ne? Naja. Das ist ja ein Prozess für alle gewesen, auch für die Regisseure. Ja. Die kamen ja früher auch sehr oft vom Theater und haben dann Film gemacht. Genau. Also wenn man jetzt ganz zurückdenkt. Ja. Ja, ich kann mich erinnern, wir haben ja für Schindlers List Oskar Schindler gesucht in Deutschland. Das hätte ja Kurt Jürgens sein sollen. Die Leute konnten nicht Englisch genug damals. Deswegen war es dann Liam Neeson. Also es gibt keinen einzigen amerikanischen Schauspieler in dem Film, muss man sagen. Ja? Das ist nur eine Südafrikanerin, aber sonst gibt es nur Europäer, die sich anders bewegen als Amerikaner einfach, ja. Aber das geht jetzt weg von den Österreichern. Den Karl Velonschek, ja, wird es mir verzeihen, ich liebe ihn sehr, aber den haben wir aus dem Off-Theater vom Velonschek geholt. Den Karl Markovic, Und das war in dem Fall ein gutes Beispiel für einen Casting Director, der lokal arbeiten muss und dort sich also umschaut. Velonschek, Bachhofen, die kamen ja aus dem. Und bei Schauspielern ist es so, die müssen viel spielen, damit sie was werden. Sonst haben sie Begabung und die ist verkümmert. Maler können immer malen und auch wenn sie nichts verkaufen. Ja. Das habe ich mich auch. Ich habe am Konservatorium unterrichtet, an der MUG, und habe mich gefragt, eigentlich, was Talent ist. Ich so meinen ersten Workshop dort gegeben habe und so übers viele Nachdenken drüber habe ich eigentlich gedacht, dass es viel mit Routine zu tun hat. Ja. Sehr viel. Ja, Sicherheit, Routine und auch eine gewisse... Zuversicht auch am Set, weil du brauchst einfach diese Ruhe. Das merkt man ja auch beim großen Schauspielern, wenn man trifft. Ich habe
irgendjemand berühmten bekommt, der sagt dann, hi, I'm Tom. Okay, also das ist so wie Piccoli, ist sehr einfach am Set eigentlich, oder die sind nicht so, ja, die müssen sich nicht so abgrenzen. Ja, brauchst du nicht, wenn du weißt, was du tust. Ja, Sicherheit ist ein guter Punkt, weil ich glaube, das ist schon auch etwas, was man nur durch Routine erwerben kann und nicht einfach zu Hause im Wohnzimmer lernen kann, dass man auf Set kommt und seine Rolle kann, ohne Probenzeiten davor, in den meisten Fällen. Also wir können ja nicht proben. Das heißt, du hast als Schauspieler die Information zuallererst einmal von dem Castingdirektor, der dich eingeladen hat zu einem Casting. Dann wirst du diese Figur, darfst du diese Figur übernehmen. Mhm. Dann gibt es die Kostümbesprechung, die Maskenbesprechung, die Regiebesprechung und mit all diesen Informationen gehst du in dein Kämmerlein, baust die Figur, dann ist dein Gegenüber ganz anders, wie du dir das vielleicht vorgestellt hast. Das Kostüm sitzt doch nicht, die Maske schaut an dir nicht so aus, wie du dir das geprobt hast, etc. Ja. Und jetzt musst du aber diese Figur abliefern. Ja? Und das ist, mir als Schauspielerin, ich möchte ja euch befragen, aber ich gestatte mir jetzt auch zu sagen, wir brauchen Probenzeiten. Mhm. Sie machen sich bezahlt am Set. Total, ja. Man muss nicht so vieles wiederholen, wenn du deine Figur wirklich kennst. Ja. Ja. Und das hat alles mit Geld zu tun. Aber auch mit Integrität im Prozess, finde ich, nicht nur mit Geld, weil Casting ist auch schon ein Teil der Probe. Also wenn du so machst, also ich bin ein Fan von so Match-Castings auch und ich finde auch Casting ist keine... Was ist ein Match-Casting, bitte, präzise? Match. Es ist ein, also ob Match, zwei Personen, die matchen oder drei, die dann am Set vielleicht dann auch eine Gruppe oder ein Team sind oder so oder in einer Szene gemeinsam vorkommen. Mhm. Und ich finde es vor allem ist wichtig, zu vermitteln auch oder zu wissen, als Caster auch, beide Seiten müssen das wissen, dass es keine Leistungsüberprüfung ist. Ich glaube, das ist das größte Missverständnis beim Casting. Ja. Und das ist auch das Ekelhafteste, was einem entgegenschlägt in Vorurteilen, weil das ist einfach, das will niemand, weil du hast nie Ergebnisse damit, die brauchbar sind, wenn du hierarchische Gefälle annimmst, die sich erzeugen oder die jemand andere erzeugt. Ja. Also es gibt Caster, haben Schauspieler Angst vor denen. Das muss ich sagen. Ist sinnlos. Das ist gerade in so der lustig. Meterware, nicht, weil die vieles Fernsehen machen. Und dann gibt es, die trauen sich dann nicht richtig. Ja. Und bei uns ist es leichter, weil wir quasi sozusagen nicht nur Autoren, aber so spezielle Sachen gemacht haben, dass man mit den Leuten umgeht wie mit Menschen. Ja? Und sie auch entspannt, bevor sie sich zitternd auf eine Kammer setzen. Ja, ja. Das ist schon wichtig. Und auch zurück zu deiner Frage von vorher. Ich glaube, dass Proben dann sozusagen sinnvoll sind, wenn eben ein Casting nicht, also für Hauptrollen braucht man sie sowieso, finde ich, aber für kleinere Rollen, wenn ein Castingprozess ein bisschen länger dauert und man die Leute, die am Set miteinander spielen, werden dann auch matched beim Casting und die Szenen ausprobiert, die dann gedreht werden und so, dann hat man schon einen großen Teil sozusagen an Basis geschaffen. Da kann man dann als Schauspielerin, glaube ich, schon ganz gut allein ein bisschen gehen und dann vielleicht noch mal einen Probentag machen. Also das ist eine Win-Win-Situation, nämlich für den Darsteller einer kleineren Figur, weil man das Fleisch kriegt an dieser Probe. Absolut. Und für den Key-Cast ist es toll, weil jede Probe mit einem Darsteller, Nebendarsteller ist ein Futter für die eigene Figur. Absolut. Und das ergeben auch die Leute, die es dann am Ende vielleicht nicht werden, oft so interessante Situationen, dass sich die Figuren gegenseitig total bereichern. Also das bereichert einfach. Auch die Regisseurinnen, die sitzen dann oft beim Casting und schreiben die Dialoge um. Ja. Oder das passiert Buch. Ganz Aber das oft. Ist jetzt eine gute Frage, weil was immer mehr abverlangt wird von den Schauspielerinnen und Schauspielern, sind sogenannte Self-Castings. Also man filmt sich selber und muss das einschicken. Mhm. Da hast du Informationen von dem Castingdirektor oder Direktorin, auf die musst du dich verlassen und weißt gar nichts. In Wahrheit weißt du sehr wenig. Du weißt jetzt, okay, ich bin im richtigen Alter, ich bin der richtige Typ und so weiter, das stimmt schon mal, aber was ist der kulturelle Background, was ist die Geschichte, was ist der Moment, das weißt du alles viel zu wenig. Und dann hast du natürlich die Sorge, habe den richtigen Aspekt erwischt, um mich so zu präsentieren, dass die Menschen, die sich das dann ansehen, auch das Gefühl haben, ja, die kann das oder der kann das. Ja? Mhm. Weil man sagt, ich zeige nur eine Seite, ich müsste ja noch eine andere. Also man will dann alles zeigen oder das Richtige zeigen und dann besteht ist die Gefahr, dass man zu viel zeigt. Ja, aber weißt du, dass die sozusagen diese Angst oder das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist eine Unsicherheit, die ganz normal ist, weil deine Verantwortung auf die Schauspielerinnen abgeladen wird, die nicht bei ihnen liegt, weil es ist einfach so, ein E-Casting ist eine Situation, die hast du nie beim Drehen, du hast nie kein Gegenüber oder jemanden, der dir nichts sagt, das ist einfach nicht so und du musst als Schauspielerin gar nicht
die Skills eines Regisseurs oder einer Regisseurin haben, ist auch total nicht, also das ist sogar kontraproduktiv, glaube ich, wenn du das, nicht, ob das so kontrollierend stimmt. Dein eigenes Spiel von außen immer betrachtest, weil ich kriege dann E-Castings von, das sind vielleicht 50 Takes passiert und ich kriege dann 3 von diesen 50, ob das eine Schauspielerin ist, die am Set in dieser Rolle funktioniert, keine Ahnung. Das weiß man. Aber weiß das man ist ja nur eine Vorauswahl auch, das E-Casting. Man ladet dann die Leute ja doch ein. Ja, muss nicht, die Produktionen machen das nicht immer. Na gut, also jedenfalls für mich gilt das so, dass es mehr. Und das wurde eigentlich entdeckt mit der Faxmaschine, man konnte Script schicken. Und Leute haben schon kleine Kameras gehabt und dann Michael Rehberg hat sich zu Hause hingesetzt und sagt, ich bin der Michael Rehberg und ich lese die Rolle von Hearst. Und dann, so hat man damals in den Anfang der 90er Jahre, Anfang konnte man besetzen plötzlich. Mit VHS-Tapes. Mit VHS-Tapes. Mhm, ja. Die wurden dann endlos kompiliert. Weißt du? Ich habe von dir auch welche gehabt. Genau. Aber das aus der Torfilm gestohlen. Ja, ja. Deswegen ist es lustig, weil die E-Casting, das beschleunigt irrsinnig. Ja, du kriegst eine Momentaufnahme vom 17. April 2022, weißt genau, wie sie heute ausschaut und nicht wie vor 30 Jahren im Kommissar Rex und hast ein Gegenwartsbild. Ne? Aber verführt das nicht auch zu ein neues Art von Sehen. Nein, dass man sagt, nein, wenn es so leicht geht, dann will ich jetzt nicht Zugang zu 3 Schauspielern, sondern zu 300, weil es ja so leicht geht. Ja, aber so ist es auch. So ist und es. Kann man dann noch wirklich suchen und finden? Also wir sagen dann immer, wir sagen dann immer, es zahlt sich immer aus, sowas zu machen, jedem Schauspieler sagen wir das, auch vor allem den Jungen, weil es ist so, wie wenn du in einer Bankaccount, früher hatte man Zinsen, wenn du Bankkonto ja hineinzahlst, ein Geld oder Kapital und das vermehrt sich so oft. Je öfter du zu einem Caster gehst, zu einem Casting-Vorgang absolvierst, umso mehr Kapital sparst du an und die Zinsen kommen eventuell im 10. Projekt in 2 Jahren erst. So haben wir das immer. Ach, haben wir das immer gesehen. Ja. Und Sie widersprechen sich, ich liebe das. Bitte Lisa, deine Sicht. Vor allem ist trainiert die Schauspieler. Das muss man es trainiert dich in einer Situation, nämlich in der du auf dich selber angewiesen bist und niemanden anderen brauchst. Aber das ist nicht das, was ich unter Filmen mache. Ich meine jetzt allgemein Casting, ich habe jetzt nicht nur das E-Casting. Ja, gemeint. Zu einem Casting gehen, ja klar. Ja, also einfach, wenn du das weil auf jeden Fall... sagen, okay, schon wieder hat sich nichts getan. Nein, das ist ein abgeschlossener Prozess. Ja, genau, für mich ist Casting die Arbeit, wenn da was für die Schauspielerin daraus wird, ist ja wieder was anderes. Aber der Spaß im Moment, den man hat, oder die Freude oder an der Arbeit, die muss man herstellen können. Das ist, finde ich, oder also möchte ich. Wenn E-Casting so wie ein Bankkonto ist, dann sind die Zinsen gleich null. Nein, das stimmt. Also zum Beispiel gerade, was wir machen, Wirecard, da bist du auf einer riesigen Board. Und bleibst bestehen dort ein Jahr. Weil jetzt haben sie es verschoben. Jetzt der Jan Masalek ist in Moskau, glaube ich, oder so. Die können da nicht hineinfilmen in diesen laufenden Prozess. Das heißt, es wird verschoben. Und es sammelt sich an und du bleibst dort. Und da gibt es auch ein nächstes Projekt, das KM macht, zum Beispiel das Fernsehen jetzt. Also es hat Sinn. Diese E-Castings, bleiben sie bestehen und man sieht sie. Du meinst, dass den Elektromüll sich ein Jahr später noch jemand anschaut? Jedenfalls für diese Produktion, wenn du 5 Folgen hast von einer Produktion, besteht es bis zum Ende, würde ich sagen. Natürlich gibt es dann vieles, was dann wegfällt. Also ich sehe schon, E-Casting ist wichtig, das ist auch eine Form dass von wir Übung. Uns nicht ganz einer Meinung Ihr seid sehen. Richtig das deiner ist Meinung, das ist sehr wichtig. Aber wo ihr einer Meinung seid, und da gebe ich, also ich als Außenstehende, euch total recht, jedes Casting, ein echtes Casting mit einem Gegenüber, mit jemandem, mit einem Menschen, mit dem du auch ein Brainstorming machen kannst, ist ein Trainingsvorgang, ist eine Art von Probe für dann den Akt am Set selbst und es ist eine Win-Win-Situation. Trotzdem möchte ich, dass wir mehr proben dürfen. Ja. Es ist voll alle Zeit. Ja. Super, ja. Jetzt über das Gewerk an sich. Jetzt, Österreich ist ein kleiner Markt, ein interessanter Markt, hat es nicht leicht im Sprachraum jetzt. Klar, da ist die Schweiz, ist auch stark, das ist das große Bruder Deutschland, ist auch enorm stark, aber es ist ein Sprachraum. Ihr fischt nämlich an, auf nicht nur in dem Sprachraum, sondern auch darüber hinaus, wenn die Produktion das verlangt und wenn das stimmig ist. Wie steht das Gewerk jetzt am kleinen, doch sehr spannenden heimischen Markt da? Wie seht ihr euren Berufsstand? Ich glaube, das kannst du besser beantworten. Ich
bin da schon irgendwie ein bisschen raus, ne? In Österreich, also speziell in Österreich, du meinst, oder zum Beispiel auch in der Wertschätzung zu oder in der, ja. Ach so, naja, es sind einfach sehr unterschiedliche Situationen in Österreich und Schweiz, glaube ich. In der Schweiz ist zwar das Volumen, glaube ich, an Produktionsgeldern ist ähnlich wie bei uns, nur ich glaube, dass schon der Output ein bisschen weniger ist, also weniger Filme, die jährlich rauskommen. Und es gibt auch weniger Schauspielerinnen, Schauspieler, die Preise, die man so zahlt für normale Sachen wie Wohnungen und so, sind viel höher. Das heißt, du musst, wenn du Schauspieler bist in der Schweiz, musst du viel mehr arbeiten, um Standards quasi zu erfüllen. Und Österreich, glaube ich, ist noch ein Land, wo man sich das eher leisten kann wahrscheinlich. Oh. Deswegen haben wir einen recht großen Markt. Also das ist eigentlich das, was schön ist, in Österreich zu arbeiten. Ja, wir haben auch viele Theater und so weiter. Wir haben viele Theater. Wir haben auch viele, also Projekte, wo es Freiheit gibt beim Besetzen auch. Also das ist, spüre ich stark. Das ist in Deutschland, glaube ich, nicht in allen Also Bereichen in den deutschen so, Fernsehgeschichten ist es enger, ja. Ja. Aber wenn du mit Regisseuren arbeitest, wie du ja in der Schweiz, und ich habe auch mit Österreich und auch mit Thomas Roth was gemacht, das ging sehr gut und es ist schon toll, weil die Leute schätzen mehr und mehr den Beruf, ja. Ja, ich habe das Gefühl, die Wertschätzung steigt. Weil sie kriegen eigentlich etwas, was sie nicht wirklich bezahlen müssen als Regisseur, das macht halt die Firma. Und sie haben ein besseres Angebot und nicht nur ihren Freundeskreis, wie die ersten Autorenfilme eben so eifersüchtig auf ihn. Also ich meine jetzt nicht Fassbinder und so, aber das war. Aber in Österreich finde ich, das wird ein besserer Beruf sein in Zukunft. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt hier. Wir brauchen einen guten Nachwuchs. Und je mehr Anerkennung diese Caster bekommen, also ob das jetzt der Filmpreis ist, den 27 Regisseure wollen für die Caster oder was anderes, wenn die nicht Anerkennung bekommen, die Jungen, dann wird dieser Beruf sozusagen von Deutschland mehr und mehr übernommen werden in Österreich, so ist das. Und wir haben dann keinen qualitativen Nachwuchs. Sie ist jünger, sie ist 30 Jahre jünger als ich. Ich bin quasi schon so weit, dass ich zwei Sachen im Jahr mache, aber, und das ganz gern, aber die Jungen, also wo kommt der qualitative Nachwuchs her, ja? Ja, es gibt ja keine Ausbildung auch. Das ja, ist, und man muss echt viel können, doing, in Wahrheit. Ist, manche Schauspieler sind begabt, manche sind dafür gar nicht begabt. Der Markus Schleinzer hat sich in die Regie gerettet, sagen wir mal so. Und wo sind die neuen Caster, die guten? Ich weiß nicht. Also wir haben jetzt einen Verein gegründet, einen Verband gegründet, das sind 8 Leute. Und da sind einige sehr gute, die Eva Roth und die Schmidt macht lauter Serien und so weiter. Und ich hoffe, dass die auch ausbilden, weil die haben Assistenten nämlich an. Das war meine Frage. Bildet ihr gestandenen Casting-Direktoren den Nachwuchs aus? Nehmt ihr Leute zu euch? Geht sich das aus? Das geht sich finanziell bei mir gar nicht aus, weil wenn ich jemanden zahle, der mir hilft, dann sind das eher Anspielpartner und ich gebe das Geld den Schauspielerinnen und Schauspielern, damit ich valide Partner habe, qualifizierte. Du machst so Kunstfilm, du machst Arthouse, ja. Also irgendwo auch mehr und mehr. Auch, aber die Nicole macht also Serien von Innsbruck, wie sie alle heißen, oder bis weiß Gott wohin. Man das Gefühl, aber die kann andere Sachen als ich. Genau, und die Anja Dierberg hat ein Büro in Berlin und eins, wo man die Metaware macht in Köln. Also die verdienen irrsinnig viel Geld. Ja, die bilden aus. Und haben aus, den Leuten angestellt. Aber die können nicht unseren Markt. Aber nein, deswegen sage ich, der österreichische Nachwuchs ist gering, im Gegensatz zu den Schauspielern. Bildest du aus, Fritz? Naja, ich habe 2 Casting, also Helfer oder Assistentinnen, die das schon können und auch sehr gut Englisch können. Und eine haben also ein Artstudium gemacht. Aber die sind nicht selbstständig noch unterwegs. Also du kommst auch in die Akademien nur rein, wenn du 2 Jahre selbstständig gearbeitet hast bei BVC und so. Ne? Mhm. Also es ist einfach, ja. Was würdet ihr denn einem jungen Menschen raten, der sich vielleicht für diesen Beruf interessieren könnte? Was sind so die Grundvoraussetzungen, die man mitbringen sollte als Castingdirektorin? Erfahrung. Du musst ein Sprachtalent haben, glaube ich. Du musst ein ziemlich visuelles Talent haben, weil du dir beim Drehbuchlesen Sachen vorstellen musst. Du musst ja bildhaft lesen können, glaube ich. Das ist irgendwie wesentlich. Und du musst auch, glaube ich, ziemlich rational denken können, weil du dich
aus sozusagen aus Situationen rausklammern musst und quasi deine eigene, also diesen emotionalen Transfer, der da stattfindet oft beim Casting, weil die Stimmung ja sehr schnell aus Szenen überschlägt auf die Leute, die zuschauen. Du musst dich sehr rational auch abtrennen können von diesem Geschehen, um das auch neutral zu beurteilen, ja? Weil sonst ist das nie neutral. Sonst du machst es sowieso immer aus deinem Sichtfeld, aber je mehr du... Na gut, dafür kann man die Konstitution haben oder man kann es lernen. Du kannst aber eine Therapie machen. Ja, ja. Aber ich meine jetzt ganz wirklich Basic Skills, wie sollte man vielleicht ein bisschen Theaterwissenschaft oder Filmwissenschaft angeschaut haben, sollte man... Schadet nicht, würde ich sagen. Ja, du kannst von allem was können und dann bist du halt in dem Segment. Es gibt ja bei uns Castern so, das ist so inhomogen, unsere... Weil die, so wie die Marion, die war in der... Produktionsleiterin. Also der Markus war Schauspieler, du hast auch Schauspielausbildung gemacht. Das ist sehr verschieden. Die Cornelia von Braun hat Nationalökonomie studiert. Also es ist sehr verschieden. Sehr wirtschaftlich verschieden. Oder künstlerische Zugänge. Du kannst das eben alles gebrauchen, aber so wirst du dann wahrscheinlich auch sehr in der Richtung unterschiedliche Projekte machen. Die Cornelia hat sich ja in ihrem Leben viel mehr Geld verdient, als ich das jemals tun werde. Ich weiß nicht. Ich war lange bei Kirch angestellt. Also Also gut, wir haben keinen oder zu wenig qualitativen Nachwuchs in Österreich. Das wäre wichtig, damit das nicht... Und das geht nur über Anerkennung. Das geht nur allgemein über Anerkennung, ja. Über das Gewerk. In allen Berufen. Und das ist ein öffentliches, sozusagen zugänglich und verständliches Gewerk ist, wie du das jetzt hier versuchst vielleicht auch, aber anderswo auch. Und da hilft es sehr, die Credits. Also wir haben ja auch viel Fernsehen gemacht. Wir haben nicht nur tolle amerikanische Filme gemacht, sondern es war 10% und das alles war deutsche Fernsehproduktion. So. Und da war der Urs Egger, ein Schweizer Regisseur, der in Amerika ausgebildet war, der wusste, was Casting heißt. Der hat uns schon vor langer Zeit an die Vorspende der Fernsehfilme gesetzt. Mhm. Und die Credits sind so wichtig wie die Gage. Das bringt ja wieder Geld oder wieder Aufträge und Bekanntheit. Also wenn du nicht sitzt auf irgendeinem Vorspann beim Fernsehen, dann bist du sowieso verloren, weil die Österreicher die Abspänne auch wegschneiden und siehst ja keinen Abspann mehr beim Fernsehen. Also das ist ein wesentlicher Punkt. Es ist eine Unart übrigens, die Abspänne wegzuschneiden. Ja. Ich weiß nicht, warum das so sein muss. Es ist eine Bewusstseinsbrei, der sich da entwickeln soll bei den Zuschauern, damit sie ja überhaupt kein kritisches Bewusstsein mehr haben oder... Weiß ich nicht. Also Vorspann ist wichtig, Namensnennung ist wichtig, Anerkennung durch einen Preis und so ist auch wichtig. In Amerika gibt es für Caster unzählige Preise. Sie haben zwar keinen Oscar, aber sie haben... In Deutschland sind sie auch nicht in der Filmakademie Preis. Da hat die Lola 3 Millionen Euro Kulturbudget, das ist der höchst dotierteste Kulturpreis, den es gibt. Mhm. Wusste ich gar nicht. Ja. Und da geht es ums Geld. Aber die Caster sind natürlich jetzt in der Filmakademie in der Deutschen und kämpfen natürlich auch für den Filmpreis. Aber die arbeiten halt wahnsinnig viel Fernsehen und machen sowieso viel Geld. Das ist anders als hier. Wir sind ein künstlerisches Land und diese Leute, die das liefern zum Gesamtkunstwerk Film, werden ungleich gut gewertet. Aber wie sie sagt, es wird besser mit der Zeit, ja. Was wünscht ihr euch für das Gewerk noch? Jetzt habt ihr einen Verband gegründet. Aha, oder? Ja, das ist sehr gut, dass sie sich mal Identität und selbst definieren. Was wünschen wir uns für das Gewerk? Ich wünsche mir, dass das viel mehr Gleichberechtigung und Augenhöhe ist beim Casten selber in der Zusammenarbeit mit Schauspielerinnen und Schauspielern. Also es ist einfach wie eine Art, auch in der Wahrnehmung, eine Art Teamwork, weil die Anerkennung kommt ja immer daraus, dass man dem Ding, das man tut, auch die Wichtigkeit gibt, die es hat. Ja. Das heißt, wenn wir selber immer finden, dass wir okay sind mit Unterbezahlung und unsere Zeit wurscht ist und so, dann wird es nie besser. Ich habe das Gefühl, dass sozusagen dieser Wert muss von uns auch kommen. Mhm. Und ich finde, das, was Casting am meisten schädigt, ist eben diese Form des Zuschauens und danach des stillen Bewertens im Kämmerchen. Wenn das so bei der Vorlesung haben mich die Schauspieler angeschaut, wie, als wäre ich von einem anderen Stern, wie ich gesagt habe, wenn jemand, der euch zum Casting einlädt, dann arrogant kommt oder unfreundlich ist, dann irrt sich der einfach. Weil was macht das für einen Sinn? Das ist vollkommen irrational, wenn du jemanden einlädst und dann irgendwie eine Situation schaffst, die nicht okay ist, weil es kommt nichts dabei raus.
Und das wünsche ich mir, dass das Verständnis viel deutlicher sozusagen ein gemeinsam kreatives ist einfach. Jetzt hast du Vorlesungen dazu gehalten, aber gibt es auch Einladungen speziell von Schauspielschulen an heimische Castingdirektoren, Direktorinnen, um Workshops zu machen? Aber das ist sowas. Also das war regelmäßige Workshops halt, die für Schauspielerinnen und Schauspieler. Vor allem in Deutschland. Die deutschen Theaterschauspieler. Also es fängt jetzt auch in Österreich an. Ja. Aber das könnte man total intensivieren. Das wäre für euch gut und es wäre vor allem für die angehenden jungen Kollegen und Kolleginnen gut, weil es eine andere Form des Trainierens und Übens ist und sie vorbereitet für den Markt. Ja. Also ich hoffe, das hören jetzt vielleicht auch ein paar Schauspielschulenleitungen und sind motiviert, euch anzusprechen und auch eure Kollegenschaft anzusprechen, damit es hier mehr Angebote gibt und vor allem auch in einer gewissen Regelmäßigkeit, nicht nur als Ausnahmesituation. Ja. Das wäre so ein stehendes, begleitendes Fach, sage ich jetzt mal, das jetzt nicht 5 Stunden am Tag braucht, aber doch eine gewisse Kontinuität, wenn man von Mal zu Mal lernt und so. Ja. Okay, gut, das hätten wir abgearbeitet, mal vorläufig. Jetzt habe ich noch eine Frage an euch. Ihr seid ja beide im Vorstand der Akademie des österreichischen Films. Der Filmpreis steht fast vor der Haustüre. In wenigen Wochen wird ein Grafeneck verliehen. Ihr seid im Vorstand. Fritz schon seit einigen Jahren. Zwei Jahre. Und das war die Pandemie. Und da hat sich ja wenig getan. Es war viel zu tun. Und Lisa seit der letzten Generalversammlung im Herbst ist auch im Vorstand. Damit sind schon zwei Castingdirektoren im Vorstand. Ja. Wie seht ihr so die Arbeit von der Akademie? Also prinzipiell, wenn ich das sagen darf, als Ältere bin, hat sich entwickelt, auch das mit der neuen Geschäftsführung. Der Vorstand hat sich etwas erweitert, was gut ist im Moment. Auch jüngere, 2 Schauspieler sind dazugekommen, 2 Caster. Neue Präsidenten. Neue Präsidentschaft auch. Also die hätte ich ja gerne, die Präsidentschaft hätte ich ja gerne zum Vorstand gehabt, weil die war für den Castingpreis. Nun wurde er leider dann zum Glück leider Präsident, der Arasch. So wie auch eine andere Kollegin. Also da hätte man mehr Stimmen fürs Casting gehabt, falls jemals eine Abstimmung stattfinden soll. Also um das jetzt einmal allen unseren Hörerinnen und Hörern klarzumachen, Fritz Weischacker möchte einen Preis für das beste Casting im Rahmen des österreichischen Filmpreises haben. Diesen Preis gibt es noch nicht und weil ich auch im Vorstand dieser Akademie sitze, sage ich gleich, der Vorstand konnte sich dazu noch nicht durchringen. Das hat mehrere, viele Gründe, dafür können wir gerne einen eigenen Podcast machen, weil der würde jetzt unseren Rahmen sprengen. Die Arbeit in der Akademie seitens des Vorstandes besteht ja nicht ausschließlich darin, sich für den Castingpreis einzusetzen, was natürlich deine Hauptmotivation war. Wir lieben dich dafür auch, weil daraus kommen immer sehr spannende philosophische Gespräche. Aber es ist ja viel mehr, was die Akademie tut. Wie nimmst du das jetzt als relativ junges Mitglied im Vorstand wahr? Hast du mehr Einblick jetzt? Siehst du, was da geleistet wird und wohin die Wege gehen, wohin die Ideen gehen? Was ist so dein Eindruck? Na, mein Eindruck ist, dass es tatsächlich, also viele Leute gibt, die viel dafür arbeiten. Das ist natürlich nicht so klar, wenn man so öffentliche Auftritte sieht oder den Filmpreis besucht als mehr oder weniger Gast, so wie ich früher. Und ich war immer sehr skeptisch und gedacht habe, irgendwie, das kommt mir irgendwie nicht nah, irgendwie machen die nur irgendwas. Und dann habe ich mir gedacht, motzen geht nicht, man muss irgendwie schauen, was wirklich passiert. Und ich bin echt überrascht, weil es sehr, also ernst genommen wird intern und die Abstimmungen. Ja, es ist ein Kulturinstitut. Es ist schon wichtig, weil einfach viele Sachen noch auf einem anderen Level nochmal besprochen werden, die halt sonst nicht. Also arbeitsintensiv, das weiß die Mercedes natürlich am besten. Und gesprächsintensiv, man merkt an der Art, wie Leute Output haben bei den Sitzungen, wie viel Bedarf es überhaupt gibt, diesen Output auch zu geben anderen. Also das ist, reicht gar nicht, das, was da an Sitzungen passiert, obwohl es recht viel Termine sind. Also, und auch die ganzen Projekte, die vielleicht nicht so im Spotlight stehen wie der Preis, die kriegt man noch viel zu wenig mit. Absolut, diese ganze Medienbildungsgeschichte, dann, dass die prämierten Filme durchs Land ziehen, dass es da spezielle Veranstaltungen in den Bundesländern gibt, die Golden Knights, Nuit d'Or und so, das kriegt man alles nicht so mit, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Und ich finde das toll, dass du Ja gesagt hast und den Vorstand mit deinen
Ideen, Inspirationen und auch deinem kritischen Blick auf die ganze Sache mit erweitert hast. Und hast jetzt, den Fritz kennst du ja schon lange genug, also du weißt ja, auf was wir uns eingelassen haben mit ihm. Na, ich bewundere das, weil du machst es ja auch schon sehr lang, oder? Ja. Es fällt also in der Brandung bei den Sitzungen. Ehrlich gesagt, die hatten keine Wahl. Ja. Die Vorgängerin hat mich reingeholt oder ich habe mich auch beworben. Ich weiß nicht mehr. Wir hatten ein Gespräch und das wurde durch Akklamation. Mhm. Das war ja keine allgemeine Abstimmung, nicht? Plötzlich doch, war ich im Vorstand. Sozusagen. Doch, muss schon immer sein. Ja, ja, also es war niemand halt dagegen. So, ja, so. Genau. Das war, so geht das ja. Mhm. Und sehr interessant, das ist nicht uninteressant. Also ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass ihr heute mein Gäste wart. Ein schwieriges Wort, Podcast-Gäste. Gäste geht leichter als Gast. Podcast-Gast ist wahnsinnig. Es war spannend, mit euch zu diskutieren. Ich hoffe, eine Funkmotivation auch an euch zurückzugeben. Holt die Jungen ins Boot. Das auch. Wir kämpfen gemeinsam für die Wertschätzung. Ich freue mich auf das nächste Casting bei dir oder bei dir und wünsche uns allen noch eine wunderbare Zeit. Bleib mal gesund. Ciao. Ciao.